Wer bei der Arbeit nicht immer sitzen möchte, kann sich ja auch einen Stehsitztisch besorgen, also einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Der Seville Classics Airlift ist so ein Tisch und den schauen wir uns jetzt genauer an. Ich habe mich für den höhenverstellbaren Schreibtisch von Seville in der Farbe Weiß entschieden. Mit einer verstellbaren Höhe von 71 bis 112 cm. Die Tischplatte ist 137 x 60 cm groß. Der Tisch kostet so um die 180 Euro, in der pneumatischen Variante zumindest. Es gibt dann noch eine manuell höhenverstellbare Variante und ein elektrisches Modell. Das pneumatische Modell, das ich hier habe, hat eine Tragfähigkeit von 23 Kilo. Meiner Meinung nach ausreichend, man sollte halt nur nicht draufsteigen. Mit einem Airlift-Hebel lässt sich die Höhe einfach und ohne Anstrengung verstellen. Die Tischplatte hat ein weißes Laminatfinish mit abgeschrägten Kanten und für die Füße gibt es Nivellierfüße, aber auch Rollen. Wer also einen höhenverstellbaren Schreibtisch sucht, mit einer großen Arbeitsfläche und dabei nicht zu viel Geld ausgeben möchte, der entscheidet sich für die pneumatische Variante mit einer Fläche von 127 x 60 cm. Ich hoffe, die Informationen in diesem Video helfen euch weiter. Danke fürs Zusehen. Ciao.